Wir haben hier den schlechtesten Außenminister aller Zeiten. Heiko Maas hat es Ihnen nicht besonders schwer gemacht. Ja. Laut aktuellen Umfragen sind lediglich 4,5% der Deutschen mit seinen Leistungen sehr zufrieden. Das mag den einigen Kollegen von der SPD angesichts der aktuellen Wahlergebnisse als eine hohe Zahl erscheinen. Aber uns allen anderen macht es deutlich, wie schlecht die Amtsführung von Heiko Maas ist. Und ich denke, man kann hier mit Fug und Recht behaupten, wir haben hier den schlechtesten Außenminister aller Zeiten. Und mit Blick auf die Zukunft setzen wir darauf, dass die Taliban verstanden haben, dass die Konflikte in Afghanistan politisch gelöst werden müssen und es nie eine militärische Lösung geben wird. All diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahmen. Kurzum, der gute Ruf der deutschen Diplomatie und auch unseres Landes wurde beschädigt. Heiko Maas macht keine Diplomatie. Heiko Maas macht eine Ausbildung zum Außenminister auf Kosten des deutschen Steuerzahlers.